Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit dem GTA-RP, um mich auf den neuesten Stand zu bringen. Ich war kurz davor, durch diverse Fehler meinen Job als Polizist zu verlieren. Hab mich da aber irgendwie rausreden können nach mehreren Versammlungen. Ich arbeite ja für die Mafia. Die Staatsanwaltschaft ist auch mit der Mafia verbündet und kooperiert mit denen. So wurde ich da mehr oder weniger rausgeboxt durch die Kontakte. Habe jetzt aber das Problem, die Mafia hat mich da rausgeholt. Plus die Polizei ist ultra misstrauisch. Der Mafia habe ich noch nichts geliefert. Die wollen Waffen und Leute befreien. Konnte ich noch nicht machen. Ich komme an die Waffen nicht ran. Und die Polizei vertraut mir nicht mehr so ganz. Das heißt, ich bin jetzt hier irgendwie in der Schwebe. Ich war kurz vorm Rank-Up. Jetzt bin ich kurz davor, gefeuert zu werden. Aber für die Mafia habe ich immer noch nichts geliefert. Ich muss das jetzt beides hinkriegen. Und das kriegen wir heute hin. So, okay, wir sind jetzt auf Streife. Kann uns jetzt gerade keiner hören, richtig? Sie. Kann ich Ihnen komplett vollständig vertrauen? Also, dass Sie das noch fragen, Sancho, das war letztens. Ja, okay. Also, wir verdienen ja bei der Polizei leider zu wenig und wir werden auch nie befördert. Deswegen verdienen wir uns ja mit der einen oder anderen Aktion ein paar Euros dazu, richtig? Völlig legal, Sie. Da gibt es einen großen Auftraggeber. Da müsste ich aber, damit wir sehr viel Geld verdienen können, bräuchten wir einen kompletten Dreiergespann von drei Polizisten, um diverse Aufträge umzusetzen. Wie kommt es, dass wir drei brauchen? Ich habe ein, zwei Kollegen, die wollen kommen zur Polizei, aber das dauert vielleicht noch ein, zwei Tage. Ja, weil wir oft zu dritt sind. Wir müssen oft zu dritt. Ich bin oft alleine unterwegs und dann kommt sofort ein Polizist im Helikopter oder so an und sagt, ich habe dich per GPS geordnet. Warum sind Sie alleine unterwegs im Dienst? Ja, wir reden von Drogentransporten, Waffentransporten und all sowas. Und wie ist das so als Polizist? Okay. Was ist das denn für ein Auto? Was ist das denn? Der meint, er braucht ihn aus. Das war maximal eingeschlagen in der Kurve. Es ist nichts passiert. Haben Sie das gesehen? Haben Sie das wirklich gesehen? Ja, passen Sie auf. Oh. Richtig, Mr. T braucht drei Maschinenpistolen. Wie können wir die organisieren? Ja, wenn Sie. Haben Sie eine? Ja, aber die darf ich nicht abgeben. Manolo hatte vorgeschlagen, dass wir Gangs überfallen und deren Waffen abnehmen. Ja. Sagen Sie, wir tun sie in die Reservatenkammer zur Polizei, aber behalten Sie dann selber. Sie sagen gar nichts, Mann. Wir haben gar nichts eingesammelt, verstehen Wir haben nicht, die hatten gar nichts. Hey Frank. Ja. War nur ein Fehlalarm. Voice negativ. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade bei. Oh, ein Raser vor uns. Oh, wir haben einen Raser, wir haben einen Raser. Bis gleich. Wir haben einen Waffenwatto, das fühle ich. Ja, hoffentlich. Anhalten, die müssen anhalten, ja. Sehr gut. Oh, wow, 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 die fahren weiter. Mach eine Durchsage, dass wir schießen. Stehen bleiben, sonst schießen wir. Stehen bleiben. Aussteigen! Sauber. Treten Sie weg vom Fahrersitz! Bitte an die Wand! Sofort an die Wand! Warte, ich glaube, Taser reicht der Mann. Ich bin durch Zufall hier vorbeigegangen, ich kann doch jetzt nicht mehr. Das ist mir scheißegal, Sie stellen sich sofort hier. An die Wand! Sie kommen und geben mir. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun! Hier flüchtet einer! Der Panic-Button ist dafür, dass die Letzten, die es immer noch nicht verstanden haben, einfach mal hierher kommen sollten. Check. Hey, ich bin hier unten, ich komme nicht mehr hoch. Ich bin hier unten, ich komme nicht mehr hoch. Der ist geflüchtet. Den schnapp ich mir. Wie ist der Status bei euch, komm? Aktuell steht 3 Dinge, die 18 Street Gang. Was sollte das? Ich ergebe mich. Aber wieso sind Sie weggelaufen? Weil ich nichts mit der Situation zu tun hatte. Ja, dann bleiben Sie doch stehen, wenn Sie nichts zu befürchten haben. So, stehen bleiben. Was haben Sie denn alles dabei? Frisches Gras? Was ist frisches Gras? 36 Knospen Weed? Okay, gut. Das ist wiederum vielleicht doch verwerflich. Aber so. Bis dato habe ich überhaupt nichts getan. Sie kommen mit. Aber das war ja mal gar nichts. Ich will ganz klar jetzt gegen Sie klagen. Also Sie dürfen mich nicht rechtlich belangen dafür, dass ich weggerannt bin. Das ist, Doch, das darf ich. Ey, Manolo, der hat unfassbar viel Gras dabei. Sehr gut, sehr gut. Was geht hier ab? Ja, was geht hier ab? Du bleibst mir nicht stehen. Hallo, ich schieße auf dich. Ist der dumm? Ja, der ist immer noch weggerannt. Ich habe ihm 6 Warnschüsse ins Bein gegeben. Der hatte unfassbar viele Drogen dabei. Und wir haben ihn erst zweimal weggelaufen. Ich habe nach mehrfachen Warnschüssen immer noch weitergerannt. Dann habe ich ihm 6 Warnschüsse ins Bein gegeben und er war immer noch unterwegs. Einmal bitte wiederbeleben, damit wir den verknacken können. Wie schaut's aus? Konnten Sie ihn retten? Nee, leider nicht. Also, wenn Sie noch was machen wollen, soll ich mal in so eine Tasche gucken wollen, können Sie es jetzt machen. Okay, ich würde einmal in die Tasche gucken. Medic, vielen Dank. Wir rufen den Leichenwagen. Ja, gut, klar. Ich wollte mal nachfragen, wie es
es bei Ihnen aussieht. Haben Sie vielleicht später mal Zeit? Wir sind gerade das eine oder andere Ding am Drehen, aber okay. Sie waren ja auch derjenige, der 3 Maschinenpistolen organisieren könnte für ein gewisses Entgelt, korrekt? Korrekt, ja. Sehr schön, dann würde ich 3 bestellen. Was würde das machen? Was kostet das? Ich werde mal nachfragen, ja. Der dunkle Sportwagen, rechts ranfahren. Warn ihn, sonst schieße ich. Okay. Bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Warte, bitte nimm den Taser, Mann. Ja. Gehen Sie bitte an die Wand, ja? Ich würde da einmal gerne in Ihren Ausweis sehen, ne? Öffnen Sie mal bitte das Fahrzeug. Er hat nichts dabei, außer Wolle. Aber auch kein Warndreieck und Warnweste. Oh, das haben Sie auch nicht dabei, ja? Er hat 15 Kilogramm Wolle dabei. Einmal bitte rechts ranfahren. Steigen Sie aus und gehen Sie auf den Bürgersteig. Der fährt ein Lambo, Mann, der hat bestimmt was. Ja. So, Sie wissen, warum wir Sie anhalten? Nein. Zu langes Halten an einem Stoppschild. Zu langes Halten am Stoppschild? Ja, ich muss auf einen Kumpel warten. Ja, dann machen Sie das bitte aber nicht im Halteverbot in der Kreuzung. Aber hier ist doch niemand. Das sagen Sie. Oh, muss das wirklich jetzt sein? Ja, das muss sein. Das wird auch sehr teuer. Bitte öffnen Sie einmal Ihr Fahrzeug. Ich sehe hier nichts. Er hat Wolle dabei. Seit wann muss man das dabei haben? Den Kollegen nehmen wir fest. Er hat ein Karabinergewehr dabei. Unerlaubt. Mit 720 Kugeln. Bitte stellen Sie sich an die Wand und heben Sie die Arme in die Luft, wo wir Sie sehen können. An der Wand? Ja. Warum haben Sie ein Gewehr dabei? Wo ist denn mein Gewehr? Das habe ich jetzt einkassiert schon. Das bringen wir der Polizei. Sie sind doch die Polizei. Ja, das muss aber in die Reservatenkammer. War das im Kofferraum oder was? Das war im Kofferraum, ja. Mit 720 Kugeln. Das ist krank. Scheiße, Mann. Wie scheiße? War das nicht ihrs oder was? Ja, was? Jackson, heute ist dein Glückstag. Mein Glückstag? Verstehst du, was ich meine? Ah. Nee. Gegen eine kleine Spende für die Polizei kommst du hier raus. Verstehst du? Gegen eine Spende? Ja. Aber wenn das zu wenig ist, dann kommst du trotzdem rein. Also überleg dir gut, wie viel. Aber krieg ich dann mein Gewehr zurück? Treten Sie bitte einmal Nein. Kontrolle. Das ist mir egal, Sie müssen einmal zurücktreten. Ey, wieso krieg ich mein Gewehr dann nicht zurück? Das Gewehr gibt's nicht zurück, das muss zur Polizei. Also, es gibt hier 2 Optionen. Wir kassieren das Gewehr ein und Sie kommen in den Knast. Oder wir kassieren das Gewehr ein und Sie machen eine kleine Spende und kommen nicht in den Knast. 25. 25.000 Euro. Jo, ich bin Schneider. Okay, wo soll ich das Geld herbekommen? Ja, und ich bin Polizist. Wo soll ich das Geld herbekommen? Ey, die wollen 25.000. Kriegst du dann das Karabiner zurück? Nein. Wie? Nee, was sollen denn 25.000 geben? Die rall ich auch nicht. Ja, das ist. Das war's. Sie kommen beide einmal mit. Weißt du, was so ein Karabiner auf dem Schwarzmarkt wert ist? Wissen Sie das? Nee, ich bin Polizist. Wo soll ich so einen Scheiß wissen? 50.000 in Ihre Tasche und ich krieg den Karabiner zurück. Warte, wir werden doch eine Zivilistin keine Karabiner ausstellen, Mann. Sind Sie blöd oder was? Nein, das werden wir auf gar keinen Fall machen. Sie kommen mit uns. Den Kollegen, den wir gerade angehalten haben mit der Waffe im Kofferraum mit 720 Schuss, die bringen wir nicht in die Asservatenkammer. Die behalten wir und verkaufen das Ganze. Wenn Sie Waffen brauchen, ich kann trotzdem welche besorgen. Ich weiß, aber das ist schon mal sehr gut. Sie sind der Staatsanwalt, Sie machen das, okay? Ja. Die Waffe verschwindet. Ich sag, wir haben die abgegeben und alles ist gut. Eine wichtige Sache, ne? Wenn Sie versuchen, jemanden rauszuholen oder irgendwas, sagen Sie einfach mir Bescheid, ich darf das. Ich kann die Leute, deswegen auch die Leute von der Mafia, die haben meine Nummer. Die rufen mich an, wenn irgendjemand rausgeholt werden soll oder Gefangenentransport oder irgendwas. Sehr gut. Wow, ist das hier nicht der dümmste Raum, um sowas zu besprechen? Ist das hier nicht eine Fensterscheibe und kein Spiegel? Oh, lass mal schnell gucken, ob jemand da war. Oh Gott. Oh, keiner da, sehr gut, keiner hat mitgehört. Wow, wir haben uns direkt hier vor unterhalten. Das war gar nicht so schlau, glaube ich. Ne? Was ist das denn? Ich dachte, sie sind schon länger im Dienst. So, ich habe gerade erfahren. Kann uns jemand hören? Nee, ne? Ich rede leise. Das Karabiner, was wir uns gezogen haben, ist auf dem Schwarzmarkt 1 Million wert. Ohne Million. Und das, er wird jetzt freigelassen, aber das Karabiner gehört uns. Sie, warte, ich würde sagen 50-50, ja? Ja, würde ich auch sagen. Ja, wollen wir 50-50 mal. 50-50 ist gut. Warte, ich habe ein bisschen Bange mit deinen Kollegen. Kann man dir vertrauen? Der rast. Den nächsten aufhalten. Blaulicht an. Der Lamborghini bitte einmal rechts ranfahren. Lamborghini rechts ranfahren. Soll ich das Feuer eröffnen? Nein, warte, alles gut, Mann, chill mal. Einmal die Maske abnehmen. Einmal darüber und die Maske abnehmen. Hey, Zeke, bist du das, Mann? Du bist. Wir haben nichts gesehen, wunderbar. Perfekt, wir sehen uns. Das ist mein Watto, weißt du? Ja. Kennst du den Herrn? Nee. Aber wer zu dir gehört, gehört auch zu mir. Wir müssen die Waffe loswerden. Ich rufe mal meinen Kontakt an. Wir müssen die jetzt so schnell loswerden, weil wir haben sie die ganze Zeit dabei. Folgendes Spezialangebot. Wir haben einen Karabiner, eine schwere AK und einen schweren Revolver. Den gibt's on top dazu. Normalerweise kostet das Ganze 2,3 Millionen. Wir geben das als Paketpreis raus für 2 Millionen. Ich werde schauen, was ich kann, aber das wird...
Sehr. Wollen Sie die Waffen sonst erstmal nehmen? Haben Sie das Geld? Ich hätte das Geld tatsächlich. Sie können die ja, wenn Sie wollen, noch teurer weitergeben. Ja, Vermittlungskosten quasi. Einer ist gerade abgehauen. Ich darf Er hat heute Abend einen Kontakt. Oh Mann, was heißt heute Abend, was du? Ich weiß es nicht. Ist das rausgekommen mit den Waffen oder was? Es ist rausgekommen und es ist auch rausgekommen, dass wir, der ist jetzt gerade bei Herrn Weiß und bei der Staatsanwaltschaft Präsidenten, dass wir versucht haben, eine Bestechung zu vollziehen. Keiner hat es gesehen, aber der ist jetzt bis dahin gelaufen. Er hat zuerst die ganze Zeit bei der Polizei sich beschwert, dass wir Geld haben wollten, um ihn freizulassen. Dann hat er es der Staatsanwaltschaft erzählt und jetzt ist er beim Präsidium der Anwaltschaft, wo er das gerade noch den Leuten erzählt. Da ist jetzt der Chef vom Chef vom Chef bis zu Herrn Weiß hochgetragen worden, dass wir korrupte Machenschaften hier versuchen. Warte, den hätten wir umlegen sollen, verdammte Scheiße. Wir hätten ihn umlegen sollen. Den Typen, dem wir die Waffen abgenommen haben. Der hat zuerst im Polizeipräsidium geklagt, dann mit seinem Anwalt und jetzt ist der bei der Staatsanwaltschaft. Ich werde jetzt gleich dahin gebeten. Ich muss die Waffen loswerden. Ich habe keinen sicheren Ort. Du bist der Einzige, den ich die Waffen geben könnte. Dann komm her, komm zum Würfelpark schnell. Zum Würfelpark. Das ist doch der dümmste Ort, Mann. What the fuck? Okay, dann. Wie auffällig. Hallo, hörst du mich? Cousin Max! Hallo? Red jetzt mit mir, du Durst. Hallo, hörst du mich? Ich bin ganz normal connected. So eine Scheiße! Was hast du für eine Kacke auf? Ich hab die auf, damit mich niemand erkennt. Gib mir jetzt die Waffen und ich hau ab. Verpiss dich, ja? Du gibst dir aber das komplette Geld. Wir reden dann später über deinen Anteil. Du musst sie nur aufbewahren. Ich bewahre sie auf, her. Wenn ich sie verkaufe, dann teilen wir das Geld halt auf. Nee, nicht komplett aufteilen. Ja, nicht komplett aufteilen. Du hast sie ja besorgt, aber ich will meinen... Nee, aber 50% kriegt Manolo. Wir haben 50-50 Deal. Krieg ich halt von deinen 50% 10% oder so. Ja, okay. Mit 2000 Kugeln, ne? Ja. Alle drei Waffen, okay? 2 Millionen will ich dafür, das ist schon ein fairer Preis. Hat einen Wert von 2,3 Millionen. Hat sogar wahrscheinlich einen Wert von mehr. Also ich weiß. Sogar ein bisschen mehr. Ich weiß. Glaube ich 1,6. Oh, okay, krass. Hallo? Hallo? Was ist denn los? Hallo, der Herr, was haben Sie da für eine Maske auf? Das ist meine Karnevalsmaske. Wir haben gerade darüber geredet. Wir haben gerade darüber geredet, wo wir Halloween feiern. Dwayne. Warte mal ganz kurz. Dwayne, hallo? Warum sind die weg? Mehrflüchtige. So, einmal stehen bleiben. Nein. Die laufen weg. Warum macht das Auto so Geräusche? Ist das irgendwie kaputt? Ja, Sniper, die Sniper sind irgendwo auf der Autobahnbrücke, glaube ich. Die haben Sniper auf der Autobahnbrücke? Ja, sie haben auch Sniper. Diesmal will ich nicht sterben, bitte, ja? Einmal bitte Lagebericht. Schussgefecht gegen Personen in Rot und vermutlich Zivilisten haben Feuer eröffnet auf Kollegen, sind mit Waffen rumgelaufen. Sollte erstmal alle Personen in der Nähe festnehmen. Waffen mit Drohnen sollten sie sich dagegen weigern. Warnschuss und sonst Schuss ins Bein. Und okay, wunderbar. Warnschüsse abgeben? Nein. Ins Bein? Nein. Gut. Direkt gegenüber von unserem Kollegen. Stehen bleiben. Ja, stehen bleiben. Auseinandergehen ein bisschen. Was haben Sie hier zu suchen? Wir haben nur versucht, unser Auto abholen. Dann kam die Meldung, dann wollten wir uns eigentlich verpissen, aber das ging nicht mehr so richtig. Waren das die eben... Nein, wir haben nichts getan. Okay. Wir haben alles gut, wir haben nichts getan. Dann sollen die durch. Können die Waffen runter. Ich hatte mit einem Oberkommissar gesprochen, weil sie ja so viel verwickelt waren in andere Gespräche, wofür ich auch vollstes Verständnis habe. Er meinte aber gar kein Problem, wenn die Beförderung zugesagt ist, versprochen ist, wird die so oder so durchgeführt. Und ich bin jetzt ja sogar schon ganze 17 Tage im Dienst und immer noch Anwärter und habe ja diverse Verbrechen aufklären können. Leute verknackt, wurde angeschossen, alles top gemacht. Der hat gesagt, das ist sehr wahrscheinlich sogar, dadurch, dass ich so aktiv war und so viele Überstunden genommen habe, dass man nicht nur von einer Beförderung spricht, sondern von einer Doppelbeförderung, dass das bei der Polizei sehr üblich ist. Das muss ich mit der Ems besprechen, aber was ich auch bisher gehört habe, ist, dass sie guten Dienst machen. Ich habe auch schon Lob über sie gehört. Sehr schön. Ich habe auch ein Lob bekommen. Wir werden da. Ey, Watto, denkst du an mich, ja? Ich denke an dich. Herr Manolo hat auch einen unfassbar guten Dienst gemacht. Wir sind ja, das ist mein Streifenpartner. Das nur nochmal. Den können Sie dann direkt als nächstes am besten ins Büro rufen. Ja. Hallo? Da habe ich Ihren neuen Dienstausweis, das ist Sancho. Oh, eine Sekunde. Ich habe gerade große Probleme mit meinem Kopf. Alles in Ordnung bei Ihnen? Herr Sancho, nein. Ich stelle Ihnen mal ganz kurz den Schlüssel hin. Wo, kann ich Ihnen irgendwo bei behilflich sein, Herrn Sancho? Ich meine, ich habe es gleich. Ja, Sie fangen hier gerade schon so an zu zittern. Ich hoffe, es ist wirklich alles in Ordnung. Haben Sie genug Zucker zu sich genommen? Ja, auch das, ja. Jetzt sollte es... Okay, ich habe gerade alles nicht gehört, was Sie gesagt hatten. Könnten Sie das nochmal wiederholen? Ich habe Ihren Dienstausweis einmal vor sich hingelegt. Können Sie mitnehmen und in Ihre Tasche reinstecken. Auch eine Schüssel hingestellt, falls Ihnen übel wird. Sehr gut. Wo kann ich das nochmal überprüfen? Vielen Dank dafür. Kein Problem. Polizeimeister. Okay, das war jetzt dann... Dann haben Sie sich jetzt doch für die einfache Beförderung entschieden, korrekt? Ich werde aber nochmal mit Herr Adams drüber sprechen, weil ich habe ja Lob auch gehört. Genau. Guten Dienst, wegen...
Vielen Dank. Habe ich nicht was von einer Doppelbeförderung gehört? Richtig, das war mit einem Oberkommissar auch besprochen, aber ich bin da geduldig. Also ich kann da auch warten, aber würde mich natürlich freuen. Ich habe sogar schon interne Ermittlungen gestartet, weil wir hatten einen Maulwurf hier im PD. Ja, Herr Sancho, ich helfe Ihnen da. Herrn Weiß. Ich bin gerade dabei, den neuen Dienst auszutrocknen. Wunderbar. Fantastisch. Dann bräuchte ich jetzt nur noch meinen Streifenpartner, der jetzt auch schon seit mehreren Wochen im Dienst ist und einen fantastischen Job leistet, dass er eine Beförderung bekommt. Das wäre der Manolo Montana. Das haben sie mir gerade eben schon gesagt. Meine Beförderung ist anscheinend unter den Tisch gefallen. Ich bin immer noch nur Hauptkommissar. Manolo Montana, bitte ins Büro. Manolo, sehr schön, da sind Sie. Kommissar Sancho meldet sich zu Dienst. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Sancho. Kommissar Sancho. Rühren, sehr erfolgreich. Wir haben auch über Sie gesprochen, dass ich von Ihrer Leistung sehr angetan bin. Ich gebe jeden Tag mein Bestes aufs Neues. Ich bin dafür, dass du als Kommissar, du übernimmst die Leitung und ich sichere dich ab und dann drehen wir das Ding, Mann. Was sagst du? Das wäre extrem stark. Unser Plan, welche Kollegen sind das? Der Plan, dass ich reingehe, um zum Verhandeln, um zu abzuchecken, dass es den Geiseln gut geht. Ja, das wird verlangt, dass ich reingehe und das kontrolliere, aber dabei nehme ich das gesamte Geld mit. Ich weiß nicht, warte, ob das klappt, weil die werden sagen, du darfst dein Leben nicht riskieren, aber wir müssen das irgendwie drehen. Ich spiele den Helden. Oh, eine Sekunde, ist es gerade Telefonat. Herr Fasi, hallo? Ich habe einen Käufer und zwar für 4 Millionen. Oh, das ist sehr gut. Leite das weiter. Das habe ich outgesourced an Frank Martin. Er hat die Waffen. Er weiß Bescheid. Ja, okay, dann rufe ich ihn an. Okay, wunderbar, dankeschön. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Wir haben nicht 1 Million Minus gemacht. Ich habe die Waffen vorher, alle Waffen, zu meinem Cousin gegeben, damit er sie verwalten kann. Du bist der beste Mann. Ich weiß, und jetzt haben wir richtig Plus gemacht. Du bist der verdammte Genie-Motherfucker, Mann. Ich laufe doch nicht mit 3 schweren Waffen ins PD zurück. Verdammt, Vato, ich dachte, du stehst da mit der schweren Waffe in dem Büro, Mann. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ihr Auto? Nee, sieht nur so aus. Ist ein Bobbycar. Zack. Haben Sie das gesehen? Ich habe gesehen, dass er eine Falschaussage gemacht hat. Meinen Sie das? Sehen Sie diesen Move? Ich ziehe meinen Arsch über Ihre komplette Motorhaube als Disrespect. Ja, wissen Sie was? Zack, Auto gearscht. Tschüss.